Traditionell gibt es bei jeder Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz einen Studientag. In diesem Jahr stand das Thema Religionsfreiheit auf der Tagesordnung. Wir haben Erzbischof Ludwig Schick dazu befragt. Herr Erzbischof, laut des ökumenischen Berichts zur Religionsfreiheit haben Einschränkungen der Religion und Glaubensfreiheit in den letzten Jahren weltweit zugenommen. Wie ist es dabei um die Situation der Christen bestellt? Ja, die Christen, das ist die Gruppe weltweit, die am meisten verfolgt wird. Wir sprechen von Zahlen von 100 Millionen, manche sprechen auch von mehr. Das ist sehr, sehr bedauerlich, das ist sehr schmerzlich. Und wir als Christen hier in Deutschland wollen uns mit aller Kraft und all unseren Möglichkeiten für unsere Glaubensgeschwister einsetzen. Wir sagen dabei natürlich immer, dass das kein exklusiver Einsatz ist, sondern ein exemplarischer, weil wir wollen, dass alle Menschen dieses Grundrecht, was mit ihrer Menschenwürde auch zusammenhängt, wahrnehmen können, nämlich ihre Religion zu wählen und sie dann auch frei zu praktizieren. Inwiefern trägt denn im Speziellen die Religion in den entsprechenden Ländern zur Gewalt bei? Es gibt Ausartungen von Religion. Religion an sich ist Beziehung zu Gott, Religio, Beziehung zu Gott. Und dieser Gott ist ein Gott des Friedens, ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und alle Menschen, die wirklich religiös sind, sind Menschen des Friedens und haben sich für den Frieden einzusetzen. Auch im Koran steht eindeutig, dass der Muslim für den Frieden sich einsetzen muss. Im Christentum ist es genauso, im Judentum auch. Aber es gibt Missbrauch von Religion, es gibt Verzweckung von Religion für politische Ziele, auch für ökonomische Ziele. Und hier ist der interreligiöse Dialog ganz besonders wichtig, dass wir immer wieder die religiöse Ausübung auch reinigen, damit wir wirklich religiöse Menschen sind und Religion leben und damit gemeinsam für den Frieden beitragen. Wie setzt sich denn die Kirche ganz konkret für bedrängte und verfolgte Christen ein? Sehr konkret. Wir sprechen mit den Politikern, die Verantwortung tragen, mit den Staaten, die Verantwortung tragen und sind Lobbyisten für die Christen. Und da versuchen wir auch immer den Schulterschluss mit unseren Staaten, ganz besonders hier in Europa, dass sie bei wirtschaftlichen Verhandlungen oder bei Staatsbesuchen diese Frage ansprechen. Das ist etwas. Wir versuchen, die Christen dort zu stärken, indem wir ihnen auch logistische Hilfe geben, auch materielle Hilfe geben, Geldhilfe geben und sagen, sie sollen mit den Regierungen, aber auch manchmal mit Religionen, die sie verfolgen, wirklich im Dialog sein, und zwar in einem Dauerdialog, weil das Verfolgungen verhindert. Wenn man im Gespräch ist miteinander, dann erschießt man nicht sich einander. Und ein drittes, Verfolgungen hat es immer gegeben und gibt es jetzt leider Gottes sogar wieder etwas verstärkt gegen die Christen, wenn dann bei solchen Verfolgungen Kirchen abgebrannt wurden oder Krankenhäuser zerstört wurden oder Schulen, was immer, dann versuchen wir den Christen vor Ort zu helfen, dass das schnell wieder aufgebaut werden kann, damit sie als Christen leben können und auch ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Herzlichen Dank für das Interview. Bitte schön, sehr gerne.